Talentprojekt mitgearbeitet. Und danach verfolgen wir das Ziel, dass auch die Schöpferlehre an alle Menschen, die Interesse haben und die soweit sind, ja, weitergegeben wird, dass Menschen darauf aufmerksam gemacht werden, dass es diese gibt. Und im Zuge unserer Arbeit erreichen uns immer wieder E-Mails, Anfragen, wir werden auf Dinge aufmerksam, die Menschen, die bereits die Schöpferlehre kennen und sie auch anwenden, wie diese mit dem Ganzen umgehen. Ja? Vor allem mit der Weitergabe und welche Einstellungen sie dazu haben, wie das Wissen unter die Menschen gebracht werden kann. Also das Wissen steckt ja in uns und es gibt immer wieder Menschen, die meinen, dass dieses Wissen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden soll. Ja. Ja? Also die heutige Beitrag gilt natürlich der Aufklärung. Darin sehr viele Fragen bezüglich Theorie Kapitals erreichen. Zum einen ist es so, dass wir mit der lieben Maggie Kontakt haben, Maggie Dürr von die Bewusstseinsreise.net betreibt. Ja. Das ist eine sogenannte spirituelle Seite, wo Aufklärungsarbeit auch beispielsweise über Sananta, als ich gefunden habe, dass die liebe Maggie durchaus in der Lage ist, Lügen, die da draußen verbreitet werden, gezielte Lügen, wie zum Beispiel Sananta, auf ihrer Seite aufgedeckt zu haben, was ich gerne gewollt habe, hat mich dann dementsprechend auch Kontakt zu Maggie aufgenommen habe und die Frage, dass ich das toll, toll finde. Und das ist mehr als die ist aktuell. Aus diesem Dschungel natürlich vorwürflich seitens der globalen Mafia, der Machtenlieder vorbereitet worden ist. Das heißt, die ja, dunkle Seite, wenn man sie so bezeichnen will, oder Aschanti, Anunnaki, wie auch immer, die letztendlich das Kollektivbewusstsein der Menschheit auch steuert und lenkt, ja, natürlich nicht verbunden hat, dass auch Hunderttausende und Millionen von fehlleidigen Schicksalen. Und somit den Menschen natürlich es schier unmöglich machen will, dass die Menschen ihre wahre Freiheit und Unabhängigkeit in allen Bereichen erfahren. Also tatsächlich erfahren, warum die Menschheit überhaupt auf dem Planeten ist. Und dieser Dschungel an Fehlleitungen und Fehlinformationen ist so breit gefächert, wie man sich es nicht vorstellen kann. Und gleich bei diesem weiteren Beitrag vorab, es gibt einzig und allein einen einzigen Weg für alle Menschen und der ist für alle Menschen gleich. Ich meine ja, die liebe Maggie hat nun parallel dazu Kontakt oder beziehungsweise Informationen zur Lehre der Schöpfung erhalten über Grigori Karavoy und ich habe dann auf ihrer Seite viele, viele Tage beobachtet. Zum einen hat sie uns eine Mail geschickt von einer Bekannten von einer Freundin, die dann natürlich gleich auf die erste Lüge über Wikipedia hereingefallen ist und man natürlich verstehen muss, dass man im Netz kaum etwas über Grigori Karavoy findet, was der Wahrheit entspricht, da natürlich die Mafia versucht, Karavoy hier und sein, wie soll ich sagen, seine Arbeit einfach zu sabotieren, deswegen die meisten Menschen kennen nur das Attentat aus Bettland, wo Karavoy dafür inhaftiert worden ist. Ja. Dazu möchte ich jetzt kurz Auflösung noch einmal geben, obwohl wir das auch in verschiedenen Beiträgen schon präsentiert haben. Karavoy ist von einem Journalisten betrogen worden, also beziehungsweise was heißt er als betrogen worden? Ein Journalist hat den Auftrag von der globalen Mafia bekommen, Karavoy unter falschen Anschuldigungen nach Möglichkeit zu stören und das ging halt so weit, dass Karavoy dafür tatsächlich verhaftet worden ist. Gleich vorab, alles, was gegen Karavoy vorgebracht wurde, ist bereits Vergangenheit. Das heißt, die vollständige Wiederherstellung seines guten Rufes ist bereits erfolgt, was natürlich kaum so in den öffentlichen Medien oder auch im Internet Erwähnung findet. Der Reporter, der Karavoy unter falschen Anschuldigungen ins Gefängnis gebracht hat, hat bereits ein Buch geschrieben, wo er sich bei Karavoy entschuldigt und aufschlüsselt, dass er benutzt worden ist, um Karavoy zu kriegen, beziehungsweise das Wissen Karavoy zu kriegen. Und er hat sich bei Karavoy entschuldigt, indem er ein Buch über diese ganzen Vorkommnisse geschrieben hat. Tiefer und näher gehe ich jetzt auf diese Thematik nicht ein. Das ist aber der erste Step, was wir auch des Öfteren gefragt werden, Schritt, dass der Karavoy
Medien als Lügner und als Scharlatan dargestellt wird, dem ist natürlich nicht so. Ja? So, das Ganze geht natürlich weiter, dass die liebe Maggie nun, da sie gerade den neuen Kontakt zur Schöpferlehre zu Carter Roy gefunden hat, jetzt aber einen sehr massiven, großen Fehler bereits begangen hat, indem sie auf ihrer Seite die wildesten Theorie und ihre ganz persönliche Meinung über Grigori Grabovoi, Carola Sarrazin, über die Weitergabe des Wissens nach Grabovoi veröffentlicht, was ich sehr, 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 sehr traurig und schade finde. Und sie schreibt uns, oder schickt uns einen Link zu ihrer Seite, in dem sie in ihrem Kommentarfelder über Carola herzieht, von das Gleiche, ohne nur einen Funken an Informationen, an wahrhaften Informationen zu haben oder beziehungsweise vorher mal mit uns in Kontakt zu treten, da sie ja weiß, dass wir direkte Schüler aus dem Thailand-Projekt sind, beziehungsweise mit dem Thailand-Projekt Hand in Hand arbeiten. Das heißt, wir sind Sachlizenznehmer aus dem Thailand-Projekt und wir arbeiten tatsächlich mit dem Thailand-Projekt Hand in Hand auf Augenhöhe. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Fakt, den es zu verstehen gilt. Die Menschen, die diese Lehre weitergeben, betrachten ihre Mitmenschen auf Augenhöhe. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt keine Hierarchien, es gibt keine Verträge, sondern nur Vereinbarungen im Bewusstsein. Und um das Ganze jetzt vielleicht ein wenig aufzuschlüsseln, ich habe an die Maggie eine E-Mail verfasst, ja, eine relativ lange, die geht über 4 Seiten. Und da mir wichtig ist, dass alle Menschen das erfahren und davon auch Kenntnis haben, was es denn damit auf sich hat, mit dem Projekt oder mit dem Universitätsprogramm von Grigori Grabovoi und die Arbeit, die wir bzw. alle lizenzierten Dozenten der Lehre Grigori Grabovoi, was es mit diesen Lizenzen auf sich hat und dass es eben nicht so ist, wie die Maggie das argumentiert und wie sie versucht, Carola Sarrazin aus dem Thailand-Projekt darzustellen, dem ist nicht so. Deswegen möchte ich jetzt die E-Mail, die ich an die liebe Maggie verfasst habe, für alle Menschen vorlesen und dann werden wir im Nachgang die Thematik Grabovoi, Schöpferlehre, Weitergabe, Lizenzen und so weiter auch noch hier in diesem Beitrag ein wenig diskutieren, damit diese Information zweifelsfrei und in aller Klarheit für alle Menschen das alles gelangt. Und ich lege los, liebe Maggie. Ich möchte heute mit dieser E-Mail oder meinem Kommentar auch etwas aufmerksam machen, in der Hoffnung, dass es von dir verstanden wird. Ich hoffe, du verstehst und veröffentlichst diesen. Seit Tagen trage ich den Gedanken, dir zu schreiben, allerdings hatte ich Hoffnung, du kommst von selbst darauf. Aber dann das. Ich habe erst heute deine Veröffentlichungen und Kommentare auf deiner Seite gelesen und bin entsetzt über deine Sabotage an der Wahrheit und den Wissen von Grigori Grabovoi, welches du für dich frei interpretierst und damit unglaublichen Schaden anrichtest. Was du über Carola ablässt, ist die Spitze der Maßlosigkeit. Und das sage ich jetzt deutlich. Du richtest gerade auf deiner Seite enormen Schaden an. Vielleicht ist es besser, ausreichend informiert zu sein, als sofort loszuschlagen und Dinge aus purer Unwissenheit zu verbreiten, die nicht der Wahrheit, sondern einer Meinung oder einem gefährlichen Glaubenssatz unterliegen. Wie du vielleicht weißt, habe ich mit Carola, jetzt bin ich rot, wie du vielleicht weißt, habe ich mit Carola und Maxwell, warum verrutscht das denn immer? Sorry. Wie du vielleicht weiß, habe ich mit Carola und Maxwell zusammen in Thailand für ein halbes Jahr gelebt und gearbeitet. Ich sollte dort selbst Seminare geben, habe mich aber dafür entschieden, vorerst meinen eigenen Erfahrungsweg zu gehen. Ich habe das, was dann kam, im Thailand-Projekt vorhergesehen. Dies entspricht meiner Natur. Die Seminare bei Carola sind massiv eingebrochen und meine damalige Hilfe wurde nicht verstanden. Wie so oft und hunderttausendfach erfahren in meinem Leben. Carola und ich, oder wir, arbeiten jedoch nach wie vor eng zusammen und unser Kanal Schöpferwissen TV und unsere Blogseiten, alles was wir tun, dient der Unterstützung der Arbeit im Originalen mittels erhaltener Lizenzen von Grabovoi, die ausschließlich von ihm bzw.
durch das Thailand-Projekt katholisch vertreten werden. Das hat einen entscheidenden Grund. Es wird auch da oder hier maßlos und Missbrauch betrieben und immer noch nicht von den Menschen verstanden. Wer dieses Wissen erfolgreich bei sich selbst anwendet, kann, soll und muss sogar das Wissen weitergeben. Dann gibt es auch sofort ohne Umwege eine Lizenz. Diese Lizenz kostet nicht, nur soll das Universitätsprogramm unterstützt werden, welches essentiell und absolut wichtig für die Menschen ist. Damit werden neue Methoden der Arbeit geschaffen. Und es kann nicht genug Menschen geben, die dieses Wissen sauber und rein weiter vermitteln. Denn jeder kann und soll als Dozent dieses Wissen weitergeben. 10% vom Reingewinn sind freiwillig veranschlagt, denn es gibt keine Verträge. Damit wird weltweit das Universitätsprogramm Cabo Voice aufgebaut. Bis heute hat sich niemand oder kaum jemand daran gehalten, selbstständig und ehrlich seinen Beitrag abzuführen oder zu entrichten. Bis auf uns. Dies ist auch ein wichtiges Learning für die Menschheit. Die meisten stehlen einen Teil, verdrehen die Zusammenhänge, lassen Dinge weg, die aber entscheidend sind und oder verkaufen oder eben auch verschenken PDFs des Manuskriptes oder stellen diese kostenfrei ins Internet. So läuft das Spiel jedoch nicht. Das schadet, ohne auch nur eine geringe Vorstellung davon zu haben, der gesamten Menschheit und dem Universitätsprogramm von Cabo Voice, an welchem wir, Carola, Maxwell, Julia, ich und alle anderen lizenzierten, eingetragenen Dozenten im gesamten deutschsprachigen Raum und mittlerweile auf der ganzen Welt gemeinsam arbeiten. Diese unsere Arbeit muss gewertschätzt werden. In Form von Ausgleich, welches wir heute immer noch mit Geld umsetzen müssen. Wir können diese Welt nur ändern, indem wir das Geld investieren. Gibt es den Joint noch? Ja, bist du doch noch. Na, gibt es den Joint noch? Kannst du, oder? Alter, oh. Mach weiter, bitte. Komm hier, Mensch. Wer hat denn jetzt geschrieben? Ich hab mitgeschrieben, ich bin Journalistin, mach weiter. Aber, korrekt. Symbole einsetzen und so, Step by Step, die Universitätsprogramme nach Cabo Voice errichten. Diese tragen ausschließlich die Handschrift und das Copyright-Zeichen von Cabo Voice. Das heißt, nur wo eine Cabo Voice-Zeichnung vorhanden ist, wird das Wissen unverwertet und ohne zu mischen vermittelt. Das ist bei allem, was ich mir im Netz angeschaut habe, eben nicht der Fall, sondern ein reines eigenes Business mit eigenen Interpretationen ohne das Vermitteln von Cabo Voice Wissen, sondern ein Kessel Bundes. Auch wenn du gerade glaubst, es gäbe viele Methoden, und damit viele Wege für die wahrhafte Befreiung der Menschheit und du seiden die Basisimpuls oder Rosina Kaiser, die alles miteinander vermischen oder frei in der Regierung kommen, so hat es nicht gut. Der Name Cabo Voice sollte damit nicht in Verbindung gebracht werden, was aber getan wird. Es werden Schnupperkurse oder kostenfreie Unbedingt-Artikeln, Seminare angeboten, um dann seine eigenen interpretierten Produkte mit Bonus und extra Angebot ohne Lizenz zu verkaufen. Im Vordergrund stehen Triggerwörter und sogenannte Reichtumsprodukte, um die Menschen zu verführen. Die sogenannten Leserkommentare, die man aus solchen Seiten lesen kann, sind hochprofessionell ausgearbeitet, um hier noch einmal den Bedarf bei potenziellen Kunden zu bekräftigen. Das gleiche Spiel fällt oder das gleiche Spiel findet Verwendung bei Zalanta und Co. im Internet. Da stehen Agenturen dahinter, die sich genau um sowas kümmern. Für die meisten Menschen ist alles liebevolle Eierkuchen, da sie nur an sich denken, jedoch hat niemand eine Ahnung von dem, was die Menschen hier leisten, die dieses Wissen unverfälscht weitergeben und seit vielen Jahren selbst auf keinen grünen Zweig kommen, da sie immer wieder von anderen Menschen gestohlen und sabotiert werden.
all diese Menschen und vor allem Carola leistet seit mehr als 7 Jahren auch finanziell ihren Anteil zum Aufbau einer neuen Welt. Anders geht das nun mal nicht. Carola wird immer wieder angegriffen. Sie ist die Einzige, welche die Reinheit des Wissens und die Qualität aus dem Russischen übersetzt hat und die Erste, die das ganze Wissen in Praxisseminare umgesetzt hat. Deshalb hat sie von Carola persönlich die Masterlizenz erhalten. Sie war die Erste auf dem Planeten, die Frau Carola persönlich kontaktiert hat. Sie lehnt bisher jede Diskrepanz mit anderen ab und pocht nicht auf ihre Rechte, was sie aber durchaus könnte. Sie bittet einzig und allein die Menschen nur darum, genau zu schauen, wo, von wem und wie dieses Wissen vermittelt wird. Sie versucht seit 7 Jahren etwas auszubauen und hat ihr gesamtes Vermögen bedingungslos da hinein investiert. Das Ziel ist, dass die Menschen auch eine Alternative zu ihren jetzigen Jobs bekommen und somit Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen ihre Berufung leben und somit auch davon leben können und diesen unverfälscht und unverbessert weitervermitteln. Deshalb die Lizenz Cabo Gold. Zum Töten. Es warten damit Millionen Jobs als Alternative zur anstehenden Alternativ. Logisch kalt. Das muss endlich verstanden werden. Die Menschen entschieden sich einst für den technokratischen Weg, welcher ins Verderben bzw. in eine Sackgasse führte. Das Wissen Cabo Gold ist die Befreiung daraus. Freiheit und Unabhängigkeit in allen Bereichen. Dies geht einher mit dem geistigen Entwicklungsweg, das Erlangen aller extrasensorischen Fähigkeiten. Deshalb wird es auf der Erde irgendwann nur noch geistige Zentren geben und keinerlei Arbeit mehr. Arbeit ist die Versklavung der Menschen. Wir Menschen sind allerdings hier, um uns als Schöpfer zu erfahren und auch nicht mehr sterben zu müssen. Alle Menschen haben das Recht auf Fülle, Wohlstand und quasi fort. Und das geht nur, indem die Menschen eine neue Form von Einkünften erfahren. Vom technokratischen Weg, die Überleitung zum geistigen Weg, der Weg der wahrhaftigen Befreiung der Menschheit. Kabaloi ist die Inkarnation des 100% Bewusstseins, so wie es für alle Menschen vorgesehen und deshalb seine Lehre der Weg für alle Menschen ist. Menschen, die das immer noch nicht begreifen, müssen die erfolgten Anunnaki auf dem Weg zur NWO und damit die Vernichtung der gesamten Menschheit. Alle Dozenten der Lehre Cabo Gold müssen ihre Mieten, Strom, Essen, Trinken, Mitarbeiter etc. bezahlen und leisten einen mehr als 40-Stunden-Job, allerdings alles in Berufung. Es wird nicht verstanden, was hier im Background auch finanziell geleistet wird. Übersetzungsarbeit aus dem Russischen, Dolmetscher, Konferenzen, Meetings, Konsultationen, Erstellen von Manuskripten, Organisationsarbeit, Management, Datenverarbeitung, Support, E-Mail, Office, Reisen, Schrift, Umsetzungsarbeiten, Verwaltung und Organisation von Seminaren, Bezahlen von Gehältern der zahlreichen Mitarbeiter und vieles mehr. Carola hat damit in Thailand 20 Familien geholfen, indem sie Arbeitsplätze geschaffen hat. Sie schafft Arbeitsplätze, indem das Wissen in seiner hohen Qualität beibehalten wird und so an alle Menschen gelangen soll. Diese Seminare sind einzigartig auf der Welt. Es gibt es bis jetzt nicht Vergleichbares. Wir arbeiten allerdings alle hart daran. Mein persönliches Ziel ist es, dass die Seminare bei Carola wieder stattfinden. Diese waren seit vorigen Jahr komplett eingebrochen, da die Menschen sich schäbig und undankbar benehmen, versuchen Wissen zu stehlen und die Menschen, die sich dem widmen, einfach für das, was sie leisten, nicht achten. Das ist erbärmlich. Mit anderen Worten wurden die Seminare eingestellt und es fanden keine mehr statt. Nun
haben wir es endlich geschafft, wieder Interesse bei vielen Menschen zu wecken und Carola nimmt die Arbeit erneut auf und gibt ab Nacht doch wieder Seminare. Juhu! Wer das nicht abpasst und versteht, der interpretiert Bewusstsein frei als Engkessel buntes. Das ist es aber nicht, sondern nun mal der einzige Weg für alle Menschen. Verschenken ist ein Opferritual, welches sich auch zu Feiertagen widerspiegelt, da alle Feiertage und Festtage eben nicht menschlicher Natur sind. Kostenfrei ist ein New Age-Konzept. Wer dieses Wissen versucht, sich kostenfrei irgendwie zu besorgen, in Form von gestohlenen PDFs, kopierter Daten, CDs oder eigene Seminare erstellt, die den eigentlichen genauen Inhalt nicht wiedergeben, der wird damit auf der Strecke bleiben. Und schadet nicht nur sich selbst, sondern vor allem der wahrhaften Befreiung der Menschheit im Sinne Rettung und harmonischer Entwicklung. Das Wissen ist nicht missbrauchbar, was auch heißt, dass dafür ein Ausgleich erfolgen muss, was leider immer noch nicht von vielen verstanden wird. Geld bedeutet momentan noch aufleben zu können. Wer das Geld ablehnt, lehnt das Leben ab. Wer verschenkt, schließt neue Verträge mit der dunklen Seite, da alles auf Ausgleich basiert. Das Wissen selbst ist unbezahlbar, aber die Arbeit der Menschen, die sich dieser Aufgabe widmen, muss entlohnt und ausgeglichen werden. Wovon sollen die Menschen leben? Und wer soll dieses Wissen wertschätzen, wenn die Arbeit beschränkt wird? Wir machen untereinander auch keine Verträge, sondern treffen eine Vereinbarung im Bewusstsein. Das ist der Unterschied. Diese besagt, dass wir selbst mit unserem Bewusstsein entscheiden, wie ehrlich und verantwortungsvoll. Dass ich den anderen aufrichtig meine Liebe und Energie gebe, als nur nach dem Motto behandelt werden will. Dies soll ebenfalls in der Vergangenheit angehören. Wir sollten miteinander endlich verstehen und wahrhaft begreifen. Wir sollten anerkennen, welche Opfer manche Menschen hier auf diesem Planeten geben und bedingungslos sich die Sache einstellen. Opfer, die sich die meisten Menschen nicht im Traum vorstellen können, welche Torturen die Vorreiter dieser Sache hinter sich haben. Sowohl Carola als auch Max oder ich haben bereits mehrfach den Tod ins Auge geblickt. Nur machen wir daraus keine große Geschichte. Die meisten Menschen haben keinerlei Ahnung von dem, was sie irgendwann darüber erfahren werden. Hier wird aufgerufen, seine Berufung zu leben, sich daran zu beteiligen, in Form der aufrichtigen Weitergabe des Wissens der Rettung und harmonischen Entwicklung nach Grigori Petrovich Grabovoi. Grabovoi ist das 100% Bewusstsein und deshalb ist seine Lehre der Schlüssel zu allem. So bescheuert es klingt, es ist die 100% Wahrheit. So wie es nur eine Gesundheit gibt, gibt es auch nur eine einzige Lehre, die die Norm der Menschen und des Planeten bzw. des gesamten Universums wiederherstellt. In einer neuen, tollen... Es gibt nur einen Weg. Alles andere sind gezielte Fehlleitungen, denen die meisten Menschen leider immer noch unterliegen. Jeder bewusste Mensch... Erinnerst du dich an den Prediger? Guck mal, was der macht. Denke mal bewusst drüber nach, warum du dich jetzt am Hals kratzt, Freundchen. Denke mal bewusst drüber nach. Bewusst drüber nachdenken. Aber trotzdem hast du sie bestohlen. Komm, du bist doch schlauer. Denn wir benötigen Geld, um die Dinge in hier und jetzt umzusetzen. Auch wir haben das gelernt und verstanden, dass wir so nicht weiterkommen im Sinne auch. Und dies bedeutet auch, eben neue Methoden des Einkommens zu etablieren, welches jedem Menschen freisteht, aber unbedingt... Schöpferwissen TV. Schöpferwissen Thomas Veit. Das Kollektivbewusstsein im Schöpferbewusstsein. Project. Um das Paradies für alle Projektionen. Menschen.
Und so lange hat. Das sind nur Projektionen. Krieg, Grab und es geht nur um Pilze.